Moin! Hier sind wir wieder bei Radio Metron on Air mit Megan vor 12. Mir ist schon wieder so ein Ding passiert. Das ist nicht mehr feierlich, was die Brüder sich da so alles in die Tasche lügen. Nee, Künstler! Jetzt geht das los. Nichts gegen Künstler. Ich bin ja selber so ein klein bisschen da in die Richtung engagiert. Aber das gibt wirklich, wirklich echt Dinge, wo ich sagen muss, jetzt ist hier Schluss doch. Das glaubst doch kein Mensch, sowas. Das bin ich mit meiner Frau in die Galerie gegangen. Und dann ist da so ein Bild, ne? Ja. Dann haben die da ein Bild gemalt mit einem Postboten, der stilles Wasser trinkt. Und das ist ein postmodernes Stillleben. Jetzt kommst du. Und dann haben die da auch noch hier so ein Kupferbild, so ein schönes, großes Kupferbild. Mit einer nackten Frau drauf. Ja, und dann fragt meine Frau mich, du sag mal, Kudi, was meinst du? Ist das vorher oder ist das nachher? Und ich sag zu meiner Frau, hier, pass auf, du, das nachher. Woher willst du das denn wissen, sagt sie. Ja, hier, guck mal, hier steht nach einem Stich von Erhard, keine Ahnung mehr. Ja, aber so wirst du doch veralbert. Nee. Warum können die denn nicht sagen, dass es ein Postbote der Stille ist, was er trägt? Aber ein postmodernes Stillleben. Ja. Bei mir kann man immer gucken, das ist ein Boot. Oder das ist ein Segelboot. Oder wie. Irgendwie. Aber ne, die müssen ja noch dieses dahinter haben. Ja, ja, nee, du, das ist wirklich nicht mehr zu fassen. Nee. Aber nun müssen wir ja erstmal wieder weiterkommen. Ich erlebe ja immer jeden Tag sowas. Nee. Jeden Tag, du, da läuft mir in den Weg, der macht irgendwie so ein Kram hier, du. Ah. Hey, Kreislauf, ja, Jung, ne? Aber, oh Mann, das gibt Leute, du, da kannst dir Hände und Füße anwärmen, du. Aber nicht mehr in diesem Jahr aufregen, ne? Nee, dieses Jahr wollen wir nicht mehr aufregen. Aber das gut und falls nichts mehr von mir kommt, dann rutsch gut durch, ne? Tschüss.